Hallo miteinander, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadion Dritte Stadt. Heute zu Gast der Matej Magliza und der Urs Schala. Herzlich willkommen hier im Bierhof. Wer noch keine Tickets hat für das Glöbspiel beim Andi hinten, kann man da noch kaufen. Wichtig zu wissen, wenn ihr noch ein Getränk wollt und so, die Bar hat die ganze Zeit offen. Wenn ihr Getränke kauft, könnt ihr auch gleichzeitig auch in den Lostopf tun, zum FIFA-Spielen nach dem Stadion Dritte Stadt gegen die Matej. Angeblich sehe ich sehr gut, aber mal schauen, wer eine Herausforderung hat. Ja, herzlich willkommen zusammen. Beginnen wir mal mit den letzten Ausgaben. War es oft so, wenn wir Spieler hier hatten, waren sie am Wochenende danach irgendwie krank gemeldet. Darum die erste Frage: Wie geht's dir? Also ich bin nicht krank, mir geht's gut und freue mich da zu sein. Super, dir auch alles? Ja, das gehört über den Spieler gesprochen. Was ja, dann fangen wir mal mit dir an, Matej. Du bist ja, zuerst müssen wir sagen, in 10 Tagen wärst du 24. Wir gratulieren jetzt noch nicht, bringt dir Glück. Du bist 2015 von Kroatien zum TSG Backnang in die Oberliga Baden-Württemberg gewechselt. Das ist die fünfthöchste Liga in Deutschland. Da stellt sich mir die Frage, wolltest du damals einfach noch ein bisschen kicken oder hattest du immer noch den Traum, Fußballprofi zu werden? Du warst ja immerhin doch schon 17 Jahre alt. Schon, ja. Ja, ich war schon 17. In dem Moment dort wollte ich einfach nur kicken, Fußball spielen. Das war die Zeit, wo ich erst nach Deutschland gekommen bin. Und dann, ja, dass ich jetzt Profi bin, ja, war ja immer mein Traum. Aber in dem Moment war nicht so, dass ich sagen wollte, ich muss Profi werden. Aber du wolltest natürlich auch damals noch, oder dachtest du jetzt, ja, es ist vorbei, den Sprung habe ich verpasst? Nein, also ich denke, im Fußball ist es nie vorbei. Also, du kannst auch mit 25 erst dein erstes Profispiel machen. Deswegen habe ich immer an mich geglaubt und habe Gas gegeben und jetzt bin ich da, wo ich bin. Du bist dann via dem ersten Göppinger SV, auch in der gleichen Liga, zum VfB Stuttgart gewechselt. Du bist in der zweiten Mannschaft gelandet. Wie lange musstest du für diese Zusage überlegen? Also nicht lange. Ich bin dann nach Deutschland gekommen und war dann in der Umgebung von Stuttgart. Und Stuttgart ist dort, wo ich gewohnt habe, eine Riesennummer. Ein großer Verein und da, wo die Anfrage kam, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht lange. Du hast dann 1,5 Jahre bei Stuttgart gespielt. Wurdest im Januar dieses Jahres nach St. Gallen ausgeliehen. Zuerst einmal, warum kam es überhaupt zu einer Leihe? Ich meine, du hattest einen Einsatz in der Bundesliga sogar und im letzten Halbjahr in der zweiten Mannschaft eigentlich immer durchgespielt. War die Leihe dein Wunsch oder dies des Vereins? Also ich denke, dass der VfB mich nicht einfach so gehen lassen wollte in dem Moment. Deswegen kam auch die Leihe. Mein Wunsch war, den Verein zu verlassen dort. Aber die haben mir gesagt, dass ich nicht komplett wechseln kann, sondern erstmal über Leihe und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und was war der Grund? Die Spielzeit kann es ja nicht gewesen sein, oder? Also ja, ich war ja schon 22 und wollte einfach in einer Profimannschaft sein, in Profiliga. Und die vierte Liga in Deutschland ist Halbprofiliga. Und deswegen war der Wunsch von mir, dass ich einfach was Neues sehen wollte. Und dann kam der FC St. Gallen oder kam dein Berater zum FC St. Gallen? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, dass der St. Gallen mich beobachtet hat und mich dann ja, verpflichten wollte. Du warst ja damals schon bei uns. Hast du dein Wörtchen mitgeredet? Ja, wir haben ja Matej länger beobachtet. Wir haben ihn gerade schon bestätigt, der Transfer kam von unserer Seite. Ja, wir haben Matej beobachtet. Er hat damals wie heute ein Profil erfüllt, was wir einfach gesucht haben, mit seiner Körpergröße, mit seinem linken Fuß, mit seinem guten Spielerfrau. Und da sind wir auch Teil des Trainerteams immer voll mit involviert. Und dementsprechend kannte ich Matej schon, bevor er mich kannte, beziehungsweise er bei uns gelandet ist.
Zu deinen Aufgaben oder Transfers kommen wir später noch. Vielleicht noch zu dir. Du warst ja nie in einer großen Liga, soweit ich weiß, hast nie Fußball gespielt selber. Wie war deine Laufbahn, bevor du Trainer wurdest oder Co-Trainer? Ja, wie die meisten war ich Spieler. Ich bin zwar immer noch, ich spiele so ein bisschen auf Senior-Niveau. Kommt auch noch. Aber nicht auf, nee, auf höchster Stufe habe ich nicht gespielt. Ja, ganz normal. Ich habe dann einfach irgendwann erkannt, ich war im Junior-Bereich schon so, dass ich zumindest bei uns in Deutschland ein Mann des Landesauswahl, Spieler, also zu verschiedenen Landesauswahl. Bis dahin habe ich es irgendwann geschafft und habe dann gemerkt, okay, so richtig Geld verdienen werde ich mit Fußball jetzt nicht als Spieler. Und dann bin ich aber ein Kind des Fußballs und mag den Fußball so sehr, liebe ihn so sehr, dass ich immer schon im Fußball weiterarbeiten wollte. Dann gab es halt die Möglichkeit, früh als Trainer zu beginnen. Als ich selber noch Spieler war, war ich halt dann so Spieler-Co-Trainer, dann auch mal Spieler-Trainer. Und dann hat sich das alles so entwickelt, dass ich ja jetzt nach 10 Jahren mittlerweile, wo ich jetzt auch schon Trainer bin, jetzt hier in St. Gallen bin und mit dir reden darf. Als Co-Trainer und Trainer warst du ja in der Umgebung Berlin tätig. Und dann warst du sogar bei Union. Wie ist es bei einem ambitionierten Bundesliga oder damals, glaube ich, noch zweite Bundesliga? Team zu sein und was sind die Unterschiede von der Größe her zu St. Gallen jetzt? Ja, spannend. Wir hätten das Interview vor 2 Jahren sicherlich anders geführt, weil jetzt wird Union wahrgenommen. Ich glaube, jetzt sind sie sogar Tabellenführer in der Bundesliga. Es wird also ganz anders wahrgenommen. Wir haben auch dann in Berlin einfach diesen Switch. Früher war Hertha BSC so die Nummer 1 und dann war Union mehr so der kleine Verein aus dem Osten. Es hat sich halt super entwickelt und ich habe diese Entwicklung irgendwie mitbekommen. Es war dann schon so, als dann Urs Fischer gekommen ist, war es dann auch so, dass ich auch da war. Und dann hat man so gemerkt, oh, jetzt kann richtig was entstehen. Und dann hat sich das in den nächsten, letzten 3, 4 Jahren unfassbar entwickelt, dass man sofort aufgestiegen ist, dass man jetzt international spielt, dass man mittlerweile Tabellenführer in der Bundesliga ist. Und ich habe das so noch als Familienverein kennengelernt. Ja, und ganz spannend sind einfach so, wenn man die beiden Vereine vergleicht, wie ähnlich sie sich dann schon sind. Das finde ich dann schon spannend. Total in der Region verwurzelt, wie auch hier. Gar nicht mal so viel größer, das würde ich gar nicht mal sagen. Auch die Akademie würde ich auch nicht sagen, dass sie so viel größer oder besser strukturiert oder anders strukturiert ist. Das ist dann doch sehr, sehr ähnlich und kommt dem schon sehr nah. Spannend. Ich weiß gar nicht, als wir in Berlin gespielt haben, das Testspiel, warst du da schon bei St. Gallen oder noch bei Union? Das erste Mal? Wir haben ja 2 Testspiele gemacht. Beim 2. Mal war ich dabei, beim 1. Mal war ich noch Nachwuchstrainer bei. Und da hast du St. Gallen kennengelernt oder wie kam der Kontakt zustande? Ja, ich habe St. Gallen beobachtet, weil ein alter Studienkollege von mir, der war hier Analyst, das war der Eddie Schmidt, der war ja schon mal. Der war ja auch schon, genau. Wurde mir schon erzählt. Ja. Und der war halt hier schon als Analyst und deswegen hat man schon dann geschaut, okay, St. Gallen, spannend, was machen die da in der Schweiz? Und dann war der auch bei uns und ich glaube, beim ersten Spiel war dann die auch gleich. Ja. Das Spiel hat man, glaube ich, gewonnen und dann hat man diese grandiose Rückrunde gespielt und das hat eine grandiose Saison gespielt, was am Ende zum 2. Platz geführt hat. Und das hat man dann einfach beobachtet. So neutral beobachtet, dann auch schon gesehen, oh, da kann richtig was entstehen in der Schweiz. Ja, und dann gab es im Sommer halt die Möglichkeit, hierher zu kommen. Was war bei dir der Reiz an der Schweizer Liga? Oder St. Gallen? Wie kam das bei dir? Wir nutzen ja jetzt, St. Gallen kam auf dich zu. Warum wechselt man von Stuttgart zu St. Gallen? Erstmal wegen Spielzeit, weil ich denke, dass der Unterschied zwischen erster Bundesliga in Deutschland und erster Schweizer Liga schon groß ist. Ich wollte einfach spielen, ich wollte mich einfach in der Profiliga beweisen, wollte einfach da sein und ich habe auch ein bisschen mitbekommen, was hier im Stadion abgeht und das braucht man da nicht viel zu überlegen, um herzukommen. Dein erstes Spiel für den FC St. Gallen war auswärts gegen Lausanne beim 5:1-Sieg und das erste Heimspiel eine Woche später beim 3:3 gegen eBay. Also nicht das erste 3:3, sondern das zweite. Wie waren diese beiden Spiele oder auch das Ganze rundherum für dich? Also ja, ich weiß noch ganz genau, eine gute Vorbereitung gemacht und dann auch mit dem Trainer geredet und er hat mir dann gesagt, dass ich spielen werde im ersten Spiel und ich habe mich riesig gefreut auf das Spiel in Lausanne
Das haben wir dann auch 5-1 gewonnen. Ich glaube, ich habe 18 Minuten gespielt oder so. Und hat sich einfach top angefühlt. Da habe ich gesehen, was da los ist mit Fans. Und davor habe ich es halt nur gehört, aber da habe ich es wirklich erlebt. Und dann eine Woche später gegen Young Boys war das dann mein erstes Heimspiel. Das lief nicht so gut. Wir lagen 3-0 hinten, aber haben noch gut aufgeholt. Das Stadion war wirklich voll. Das war für mich was ganz Neues, weil ich habe bis dahin habe ich vor maximal 1000 Zuschauer gespielt oder 2000. Und dann kommst du in so ein Stadion, wo es richtig brennt, wo du wirklich mitbekommst, was los ist, wo die Zuschauer mitfiebern. Das ist dann schon eine Liga höher. Was macht das mit einem als Spieler oder auch als Menschen in diesem Moment? Also ich habe, ehrlich zu sein, habe ich Gänsehaut gehabt, weil das einfach für mich das erste Mal war, in so einem Stadion zu spielen. Klar, ich habe auch in der Mercedes-Benz Arena gespielt, auch 10 Minuten, aber wenn du von Anfang an spielst, ist was ganz anderes und es war einfach schön. Nach dem ersten Halbjahr in St. Gallen ist dein Leihvertrag ausgelaufen. War für dich sofort klar, dass du hier bleiben willst oder hattest du noch lange schlaflose Nächte? Nein, also für mich war es schon in der Saison klar, dass ich hier bleiben will. Relativ früh habe ich auch dann mit Trainer gesprochen und er hat mir auch gesagt, dass ich wichtig bin für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich einfach da bleiben will. Und weil ich denke, dass was hier entsteht, was hier aufgebaut wird, wird sich noch zeigen und ich möchte ein Teil davon sein. Wie wohl fühlst du dich beim FC St. Gallen oder auch hier in St. Gallen? Brutal wohl, das kann ich schon so sagen. Ich habe ja mit dem FCSG schon einen Verein gefunden, der dafür sorgt, dass es uns allen wirklich gut geht. Wo du einfach auch das Gefühl hast, ey, der Verein ist auch total, was ich vorhin schon gesagt habe, in der Region so verwurzelt. Weißt du, du fühlst hier Fußball, du merkst so Leute, die sich für dich interessieren, für den Verein interessieren, also für uns dann im Endeffekt interessieren. Und so auch die ganze, ja, die Schweiz ist natürlich schon ein schönes Land. Wenn du aus so einem tristen Berlin kommst, dann freust du dich mal, so einen Berg zu sehen und einen See zu sehen. Das hast du daher weniger. Deswegen, auch da hat die Schweiz schon einen ganz besonderen Platz. Habt ihr einen Lieblingsplatz hier? Wir stalken dich nicht, keine Angst. Alles gut. Ich habe die ersten 6 Monate habe ich hier in Aachen gewohnt, am Bodensee. Und also ich kann schon sagen, dass am Bodensee sehr schön ist, da wo ich war. Und ja, ich würde sagen, Bodensee. Deswegen wollte ich auch Mathe erstmal antworten. Nein, weil ich tatsächlich in Aachen auch sehr oft bin. Ich finde es am Bodensee auch richtig, richtig schön. Ich finde es auch im Stadion übrigens sehr, sehr schön. Da bin ich auch sehr gerne, sehr oft. Ja, und ansonsten schon. Die ganzen Berge schaue ich mir auch gerne. Also gibt es jetzt gar keinen Speziellen. Die Stadt ist ein bisschen fußballverrückt, hast du ja auch gesagt. Du spielst selber noch bei den Senioren beim FC Winkel. Ja, das weiß ich, selber noch Fußball. Einer deiner Teammitglieder hat mir gezwitschert, dass du gerne mal die Konkurrenz abschießt. Ist bei dir ein Stürmer verloren gegangen? Ein Stürmer verloren, dann weiß ich nicht, auf dem Niveau, wovon wir jetzt reden, jetzt wahrscheinlich nicht. Vielleicht bei den Senioren trifft das dann zu. Ist ja interessant, dass du das rausgekriegt hast. Ist ja gar nicht klar. Naja. Wechseln wir ein bisschen das Thema. In der Öffentlichkeit steht ja meist der Cheftrainer. Stört dich das oder bist du lieber der Mensch im Hintergrund? Das stört tut es mich überhaupt nicht. Das ist ja auch mein Beruf. Ich bin dann der Assistenztrainer und der Co-Trainer. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe auch deutliche Vorteile, wenn man halt nicht permanent unter Beobachtung steht und halt auch nicht permanent an erster Reihe steht. Vor allem, wenn man noch relativ jung ist. Ich bin jetzt auch 30. Das ist, glaube ich, für die Position, die ich habe, noch relativ jung. Deswegen, also stören tut es mich überhaupt nicht. Ich freue mich, ihm zu helfen, zu assistieren. Ich bin dann eher froh, dass vielleicht doch noch nicht so weit ist. Und jetzt, da du ja nicht so in der Öffentlichkeit stehst, fragen sich einige, was ist eigentlich die tägliche Aufgabe von einem Assistenztrainer, Co-Trainer?
Das ist echt viel. Das ist echt viel und es gibt gar nicht diesen einen spezifischen Punkt, was er vorhin mitbekommt, dass ich mir auch Spiele angucke. So wie Mathe damals, das ist auch ein Teil der Aufgabe, dass wir natürlich immer gucken. Auch natürlich für Spieler, die uns angeboten werden, an denen wir interessiert sind, ob das zum Team passen könnte. Das ist auch ein Teil der Aufgabe. Ansonsten, ja, ganz klar, Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Gegnerbeobachtung, Eigenspielanalysen, Einzelspielanalysen, viel mit Video. Da machen wir auch wirklich viel mit dem Nachwuchs. Wir sind auch so beide mit einem anderen Co-Trainer-Kollegen, das ist der Boro. Mit dem sind wir sehr viel beim Nachwuchs, U18, U21, versuchen uns da up to date zu halten, versuchen die Talente auch dort zu begleiten, auch mal mit Video, auch mal ein Training zu übernehmen, mit den Trainern im Austausch zu sein. Also es ist ganz, ganz viel und wir schauen einfach, wo wir helfen können. Dann fallen natürlich auch Alltagsaufgaben. Ich habe gerade bezüglich Jugend, habe ich irgendwo in einem Interview mit dir gelesen, dass ihr jede Woche einen Italien Junior zusammen ein Training habt oder hattet. Gibt es das noch? Das gibt es grundsätzlich schon. Wir haben es jetzt einfach, weil die Mannschaften am Saisonstart, dass die einfach in die Vorbereitung reinkommen. So U21 hat dieses Jahr eine große Herausforderung, weil sie auch in der Promotion League spielen. Dementsprechend haben wir es einfach so laufen lassen, dass erstmal die Mannschaften in die Saison kommen, dass sie sich finden. Das sind ja auch Teams, die erstmal zusammenfinden müssen. Es gibt es auf jeden Fall noch. Wir werden es auch weiterhin machen. Wir hatten das so gemacht, dass wir einmal die Woche mit unseren Top-Talenten zusammen trainiert haben. Matthias, warst du auch schon mal dabei bei so einem Pool-Training? Nein. Weil es war natürlich auch so, dass... Nur Top-Talenten. Nein, weil wir hatten auch diese Phase, wo wir einfach auch Profis manchmal integriert haben. Und das war Spieler, die aus Verletzungen zurückgekommen sind, Spieler, die Trainingsrückstand hatten, Spieler, die noch jung sind und nicht so viel Spielzeit hatten. Die haben dann auch bei diesen Trainings mitgemacht. Gab es das bei Stuttgart auch? Also, wo du von der zweiten Mannschaft einmal wöchentlich mit der ersten Mannschaft trainiert hast? Ja, also ich habe letzte 6 Monate in Stuttgart war ich fast jede Woche ganz, also 6 Monate insgesamt war ich dort. Habe dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt, aber im Training war ich ja fast auch nie mehr dabei oder oft. Und ja, also das ist Stuttgart so, dass junge Spieler schon eine Chance bekommen, wenn die Leistungen in die Jugendteams bringen, dann kriegst du auch die Belohnung bei Profis mitzutrainieren. Du hast vorher gesagt, du warst beim Prozess von Mathe dabei. Wie ist das so allgemein? Wie weit kannst du in einen Entscheidungsprozess von Transfers mit eingreifen? Ich denke mal, so neue Spieler, die wir kaufen, nicht, aber vielleicht Testspieler oder Leihspieler, oder bin ich hier auf dem Holzweg? Also ein Vetorecht habe ich schon mal nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn einer nicht gut wird. Nein, ich gebe meine Meinung ab, wenn jemand mich fragt. Und das passiert halt häufiger, wenn wir neue Spieler holen, dass einfach die Meinung von uns allen eingeholt wird, einfach die damit zu tun haben. Dann ergibt sich dann irgendwie ein Bild, aber ich habe da jetzt also keine 10%, keine 5%, keine Ahnung. Ich sage dann einfach meine Meinung über den Spieler, passt das, könnte das passen. Schauen wir, dass die richtigen Leute dann die Entscheidung treffen. Nochmal zurück zum Alltag bzw. aufs tägliche Business, das Training. Wie frei bist du, deine Trainings zu gestalten? Gibt das der Cheftrainer, gibt das Peter Zeidler vor oder hast du da Freihand? Ja, was heißt Freiheit? Wir stimmen uns ab. Wir treffen uns und dann besprechen wir eine Woche vor. Und dann gibt es einfach verschiedene Ideen, wie wir das dann umsetzen, wenn wir einen gewissen Trainingsschwerpunkt haben. Und dann kommen Vorschläge von mir, von allen anderen, die im Raum sind in dem Zeitpunkt. Und dann wird es schon mal gesagt, ich fühle mich schon frei, weil ich dann halt einfach meinen Input reinbringen kann. Und das wird sehr oft akzeptiert, umgesetzt, wenn du das mit freiem Einfallen. Sehr frei. Im Training habt ihr da mehr mit dem Cheftrainer zu tun oder mehr mit dem Assistenztrainer? Ja, also ich denke, warm machen, die ersten Spiele, Passspiele und so haben wir dann schon mit Co-Trainer mehr zu tun als mit Cheftrainer. Aber dann, wenn es um Spielen geht, wenn es um 11 gegen 11 geht oder irgendwelche Turniere oder so, dann glaube ich schon, dass wir da mit Cheftrainer zu tun haben. Jordi war letztes Mal hier. Er hat erzählt, beim letzten Treffen haben wir oft, dass deine Standardstraining super sind. Er hat sie gelobt. Was ist das Erfolgsrezept? Also im Moment vielleicht eher weniger, wenn man die Freistöße von Jordi ansieht.
Legst du so ein Training anhand der Fähigkeiten des Spielers fest oder eher umgekehrt? Also deine Ideen und der Spieler muss sich dir anpassen. Also ich würde es kurz nochmal zurückdrehen. Erstmal sehr nett, dass Johnny das überhaupt gesagt hat, aber ich sehe es eigentlich nicht so. Klar, er hat vor, du spielst wahrscheinlich auf die Saison an, wo er dann viele Freistoßtore gemacht hat. Ich finde, er tritt super Standard. Er macht halt jetzt vielleicht keine direkten Tore jetzt gerade in der Liga, aber bereitet viele Situationen vor. Und er ist da ein sehr, sehr wichtiger Mann für uns. Da sehe ich eigentlich nicht, dass da irgendwie ein Qualitätsabfall bei ihm gerade ist, sondern er ist da total gewissenhaft. Es ist auch schön, mit ihm da zusammenzuarbeiten, weil dann lebt das Ganze auch ein bisschen vom Austausch. Wie denkt er darüber, weil er derjenige ist, der den Standard dann meistens auch ausführt, ob es jetzt ein Eckball oder ein Freistoß ist. Deswegen ist mir der Austausch auch ganz wichtig und da verstehen wir uns super. Und ja, wenn es um Standardsituationen geht, wir wissen ja alle, wie wichtig die sind. Also ein Drittel aller Tore im Fußball fallen über Standardsituationen. Das ist einfach so. Das wird sich nicht wegreden lassen. Und da nehmen wir die Einwürfe in dieser Statistik, sind gar nicht erfasst. Also Einwürfe werden heutzutage überhaupt nicht erfasst in dieser ein Drittel aller Tore fallen nach Standards. Und Einwürfe kommen noch dazu. Man muss nur mal im Fußball beobachten, wie viele Situationen eigentlich nach Einwürfen entstehen. Deswegen hat es schon einen hohen Stellenwert einfach bei uns. Sowohl in der Analyse, und meistens geht viel geht über Video. Viel geht über Video und Trainings sind... Ja klar, wir haben immer einen Tag wie heute, zwei Tage vorm Spiel, wo wir dann sehr oft einfach Standards als Schwerpunkt haben. Und zwar diesen ganzen Komplex. Das ist wirklich viel und groß und die Jungs ziehen da super mit. Ja, wir sind da auf einem guten Weg. Was sind so deine Ideen oder kommt da auch mal ein Spieler, der sagt, hey, ich habe eine coole neue Idee irgendwo aufgeschnappt oder so und dann bespricht man die zusammen und arbeitet diese aus? Ja, und das meine ich, das, davon lebt Zeit. Dass dann mal so ein Austausch zustande kommt. Wir hatten ja bis zum Sommer auch einen super Spieler mit der Nummer 10, Luis, war auch ein super Standardschütze. Und dann hast du mit den beiden natürlich zwei Spieler, die sich viel Gedanken machen über das Spiel und viele Ideen haben und einfach auch sehr kreativ sind. Und mit denen der Austausch ist dann einfach hervorragend. Und dann entwickelt sich was. Dann kann sich was richtig Gutes entwickeln. Und dann ist der Spieler auch voll committed in den Situationen, weil du ihn halt irgendwie mit einbeziehst und weil du auch wissen willst, wie fühlt er sich dabei. Das finde ich ganz wichtig bei diesen ganzen Themen. Als ich noch Fußball gespielt habe, irgendwo in den Junioren, waren die Verteidiger bei Standards immer auf der defensiven Seite, die offensiven Spieler bei der offensiven Seite. Wie ist das bei dir? Du bist ja kopfballstark, also musst du bei den Offensiven dabei sein, aber trotzdem die Tore verhindern bei Standards. Wie sieht das Standardtraining bei dir aus? Ja klar, also defensiv will ich alles machen, dass wir kein Tor kriegen. Ich glaube, jede Mannschaft, egal ob jetzt groß oder klein ist, will genau dasselbe sagen. Und offensiv, wegen meiner Körpergröße und Körperstärke, glaube ich schon, dass man erwartet, dass ich auch offensiv Tore mache. Und ich erwarte es auch von mir selber. Also kann ich jetzt nicht sagen, auf welcher Seite ich stehe. Das ist das Gleiche. Wir haben vorhin von deinen ersten beiden Spielen gesprochen. Was war bis anhin das schönste Erlebnis mit dem FC St. Gallen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe viele Erlebnisse gehabt jetzt in den letzten 6-7 Monaten. Wenn ich jetzt irgendwas nehmen müsste, dann würde ich sagen, Auswärtssieg in Zürich, 3-0, da war auch mein erstes Profitor. Das würde ich dann als schönste Erlebnis nehmen. Jetzt die Gegenfrage, das Schlimmste. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, Cup-Final und nicht der Finale an sich. Du hattest ja da auch eine Szene beim Gegentor. Hat sich das irgendwie eingebrannt, oder? Hast du das schnell abgehört? Ja, das würde ich schon als schlechteste Erinnerung nehmen. Also die Niederlage im Cup-Finale. Beim zweiten Gegentor war ich beteiligt, das weiß ich selber und ja, das ist Fußball, also würde ich jetzt nicht so machen, wie ich das damals gemacht habe. Ja, das ist so im Fußball, also ich habe es dann für mich auch relativ schnell abgehakt, weil Leben geht weiter und ich muss auch konzentriert sein auf nächste Spiele, nächste Aufgaben und ja, habe es dann für mich schon relativ schnell abgehakt. Als Fan fällt einem auf, dass du nicht nur gut kicken kannst, sondern den Sport und seine Emotionen auch liebst. Also du bist
Du feierst deine eigenen Grätschen, du bist der Aktivste beim Jubel. Täuscht dich so einfach oder liebst du den Fußball einfach so fest? Ja, also ich bin schon Fußball verrückt. Also alles in meinem Leben dreht sich um Fußball, auf dem Platz, neben dem Platz. Wie man jetzt weiß, spiele ich auch FIFA, ist auch ein Fußballspiel. Ich liebe einfach den Sport. Ich spiele es mit Emotionen, versuche es mit Emotionen zu spielen. Und dann macht es auch noch mehr Spaß, denke ich, wenn man ja, eine geile Grätsche auspackt oder ein Tor verhindert oder ein Tor macht. Es ist einfach spontan, es ist nicht, dass ich vorm Spiel sage, wenn ich Grätsche mache, werde ich jubeln. Das kommt einfach, ja, für mich ist es eine Grätsche wie vielleicht wie ein Tor. Also wir Fans feiern das an dir. Wie ist das für euch? Wie kommen solche Typen im Team an? Ja, überragend. Das Spiel lebt natürlich von den Emotionen. Gerade bei uns lebt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von den Emotionen, weil wir die Zuschauer auch unglaublich brauchen für unser Spiel. Das sieht man ja auch. Das sieht man im Stadion. Man merkt auch, wie schwer es gegen uns ist, wenn man bei uns im Blumenpark auswärts spielen muss. Ich glaube, da fährt keiner gerne hin. Deswegen sind so eine Spieler wie Mathe, die natürlich ihre Emotionen auch auf den Platz lassen und sich trotzdem kontrollieren können. Das ist ja jetzt nicht so, dass er brutal unfair ist. Aber er hat einfach eine gewisse Härte und die gehört zu einem Defensivspieler dazu. Und deswegen super. Ja, was machen die Fans mit dir? Also, dass er gesagt hat, das ist Gänsehaut, aber ist das wirklich so, dass es der 12. Mann ist? Natürlich, also das, was ich jetzt hier erlebe, jede zweite Woche, wenn wir zu Hause spielen, ist wirklich stark. Also das ist wirklich Top-Niveau und letzte zwei Spiele war das Stadion komplett ausverkauft und das ist wirklich stark, wenn du da rausläufst und zu warm machen gehst und da zu den Fans läufst, dann kriegst du wirklich Gänsehaut und das fühlt sich einfach geil an und man hat einfach immer mehr Bock auf mehr. Und man kitzelt die letzten 10% noch raus. Ja genau, und dann wenn es richtig schwer ist, nenne ich jetzt als Beispiel das Spiel jetzt gegen Zürich und Winterthur, wo wir in Unterzahl waren, vor allem gegen Zürich, dann brauchst du auch die Fans, dass die jede Aktion feiern, auch wenn du einfach Ball wegschlägst. Das ist dann einfach schon dann der 11. Mann, wenn einer fehlt. Auch bei dir ein bisschen anderes Thema. Ich wage zu behaupten, dass es neben dem Fußball noch was fast Wichtigeres gibt für dich. Die Familie. Ich glaube, du hast einen Sohn hier, oder? Scott? Nicht? Nein, aber du hattest. Ich sage ja, ich glaube. Aber du hast letztes Mal ein Bild gepostet mit einem Kleinen, mit deinem Shirt. Ich weiß nicht. Nein, das ist nicht mein Sohn, das okay. Ist von meinem Kumpel. Ach so, okay. Okay. Ja, aber trotzdem, wie wichtig ist ja der Rückhalt deiner Familie auch? Jetzt frage ich nochmal was. Im Internet steht, der Spielberater ist in der Familie. Stimmt das noch? Also tatsächlich stimmt das nicht mehr. Okay, aber war lange so? Ich habe einen Berater gewechselt und wir haben einfach so ausgemacht, dass ich einfach nicht direkt da reinschreiben werde, wer mein Berater ist. Sondern einfach Familienmitglieder, aber ja. Und ja, für meine Familie ist für mich ein sehr wichtiger Rückhalt. Ich glaube, ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft, hier zu sein, weil, wo ich in Kroatien gelebt habe, haben meine Eltern wirklich alles für mich gemacht, weil dort ist es nicht so einfach, ich kenne das ja auch. Dort hat man nicht so viele Möglichkeiten wie hier und die waren immer hinter mir und haben mir immer gesagt, dass ich weitermachen kann. Und dass die einfach hinter mir stehen, dass die mich egal wo es sein muss, hinfahren. Und ja, wie gesagt, also meine Familie wäre ich jetzt nicht hier. Hast du deine Familie auch hier? Also auch. Hast du sie hier? Mit 30 Mal alleine in die Schweiz? Ich bin alleine in die Schweiz, bin ich schon ein bisschen älter, deswegen hat es auch geklappt ohne die Familie diesmal. Nein, auch meine Familie unterstützt mich, aber die ist schon noch in Deutschland geblieben. Die haben sowas wie einen Job da. Aber sie war schon mal hier, oder? Ja, zu Besuch waren die. Mein Vater kommt völliger St. Gallen-Fan geworden, kommt wirklich fast zu jedem Heimspiel, wenn er schafft. Er ist auch Fußballtrainer, deswegen schafft er es nicht immer. Aber er ist schon ganz extremer Fan geworden. Er ist auch voll in diesen Rausch mitgezogen worden, den Mathe vorhin geschrieben hat, so vom ganzen Stadion, vom Typen. Ja. Nochmal zurück zum Fußball. Wie siehst du als Staffmitglied unser Team? Was sind die Stärken unserer Mannschaft? Was
kann aus eurer Sicht noch verbessert werden? Ja, die Stärken sind ganz klar diese unfassbare Energie, die wir manchmal einfach schaffen, auf den Platz zu bringen. Klar, da gehört unsere Spielweise mit dazu, da gehört natürlich dieses intensive Pressing dazu, da gehört natürlich auch dieses sehr schnelle Spiel nach vorne dazu, aber das ist schon auch eine Stärke, weil das permanent abrufen zu können, das kann halt nicht jeder, sonst würden es viele Mannschaften uns nachtun, aber das können halt nicht viele. Und da haben wir den großen Vorteil, dass wir mit vielen jungen Spielern die Möglichkeit haben, uns komplett an ihre Leistungsreserven zu gehen, immer fast an die 100% zu kommen. Ich glaube, das ist unsere große Stärke und wenn wir das schaffen, dann auch noch mit den Zuschauern im Rücken, das ist dann wirklich brutal schwer, gegen uns zu spielen und das erleben wir ja fast jede zweite Woche. Und dann kommen vielleicht so eine Spiele wie gegen Sion, wo wir es dann vielleicht nicht gleich ab der ersten Minute schaffen, unser Spiel durchzukriegen. Eine Mannschaft, die sehr diszipliniert verteidigt, sehr kompakt verteidigt und wo es dir dann schwer gemacht wird. Und dann so noch den Schlüssel zu finden und dann einfach konstant abrufen zu können. Und diese Phase nach der ersten Phase, wo wir dann diesen ganzen Vollgas haben und wenn wir da kein Tor schießen und diese Phase dann zu überstehen, da wäre so noch der nächste Schritt, wenn wir es daran schaffen, wieder einen aufzusetzen, wo wir einfach nicht nach den ersten 15 Minuten schon 3-0 führen und dann läuft alles für uns, sondern so ein Spiel, was lange 0-0 steht, der Gegner ist sehr zäh, da können wir, glaube ich, schon noch einen Schritt machen. Wie mühsam ist dieses Pressing? Ja, also für mich ist es nicht so anstrengend. Ich glaube, die vorderen Jungs müssen schon ein bisschen mehr laufen als ich. Und meine Aufgabe ist einfach nur, dann links oder rechts zu verschieben. Und ja, also, aber ich denke schon, dass es anstrengend ist. Aber ich denke auch, dass es ganz klar unsere Spielweise ist und dass wir auch dadurch sehr, sehr viele Chancen und Tore machen oder kreieren. Und deswegen das, denke ich, dass es schon gut für unser Spiel ist. Apropos Training, man hört in Interviews viel von vorne vom Cheftrainer. Der hat gut trainiert. Ist das einfach eine Floskel oder kommt auch mal anhand der guten Trainings ein Spieler im Vorzug gegenüber einem, der eigentlich eher in der Stammelf wäre? Also sicherlich gibt es da immer abzuwägen. Klar, es ist nicht nur eine Floskel. Bei uns wird wirklich gut trainiert. Viele Spieler trainieren wirklich bei uns auf hohem Niveau, weil wir einfach gute Jungs haben, die konzentriert sind, die voll bei der Sache sind. Und natürlich ist es manchmal so, wenn man eine gewisse Überlegung hat, wie man eine Aufstellung kreiert, dass dann eine Trainingsleistung damit einspielt. Das ist ganz klar, das spielen natürlich auch andere Faktoren. Aber da geht es schon auch darum, wie waren die letzten Spiele, was passt jetzt gerade und dann müssen wir mal abwägen. Auszuschließen ist es nicht, dass einer durch eine sehr gute Trainingsleistung in die Mannschaft rücken kann. Völlig klar. Aber am Ende zehntes Spiel. Ab vor Spiel, wie läuft das Spiel da eigentlich ab für euch? Ich meine jetzt mal den ganzen Staff. Wer entscheidet was und was ist deine Aufgabe während des Spiels? Also, du meinst jetzt so die Aufstellung? Genau, von Standards, Richtung zu Recht und so weiter. Aufstellung ist ganz klar der Chef verantwortlich. Wir geben unsere Meinung dazu, aber am Ende hat Peter dann das letzte Wort. Und das ist auch gut so, er muss sich damit wohlfühlen. Er muss die Mannschaft dann auch in dem Moment führen, die auf dem Platz ist. Und unsere Aufgabe, oder meine ganz persönliche Aufgabe, ist dann die Standards vorzubereiten. Sowohl, was wir dann halt auch offensiv machen, wer sich wo zu positionieren hat, wer den Standard dann im Endeffekt tritt. Das wird dann vor Spielbeginn klar festgemacht. Boro macht dann die ganzen defensiven Themen. Ja, und dann ist halt schon Spielbetrachtung. Ich bin jetzt neulich mit Headset mit unserem Analysten oben verbunden. Da macht unser Verein auch einiges möglich, wo wir einfach qualitativ schon sehr gut einfach arbeiten können. Das heißt, so eine Live-Spielanalyse kommt dazu, dann werden die Einwechselspieler, die dann reinkommen, die werden dann vorbereitet, die werden taktisch eingestellt, die werden dann auf Standardsituationen eingestellt. Ja, und dann ist halt, das Spiel ist permanent unter Spannung, deswegen, weil du vom ganzen Ablauf gesprochen hast, wir sind ja dann meistens vor dem Spiel im Hotel und auch wir müssen uns auf das Spiel vorbereiten. Auch für uns ist es dann, kostet es Energie und vor allem Konzentration in dem Spiel. Hoffst du eigentlich mal auf eine rote Karte von Peter? Damit du dann an der Linie stehen darfst? Nein. Ich glaube, das ist auch ein schlechtes Zeichen, wenn die Mannschaft einen Trainer rot bekommt, deswegen hoffe ich da auf keinen Fall. Wie wichtig bist du für Peter? Bist du sein ruhiger Gegenpol oder wie ergänzt ihr euch so? Ich glaube schon, dass ich wichtig für ihn bin. Ich weiß nicht, ob ich ruhig bin. Ich versuche, glaube ich, ruhig zu sein.
Das, um das halt zu bewirken, vielleicht, was du sagst, vielleicht, dass man da noch so einen Gegenpol bildet, weil er ja schon die Mannschaft sehr mit seiner Energie und seiner Emotionalität führen möchte und auch führt. Und dass man dann auch schon versucht, auch ruhig zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich ruhig bin, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe auf der Bank auch meine Momente, wo ich mich unfassbar aufregen kann. Aber schon dann Ruhe, Souveränität auszustrahlen, so gerade in so einer hektischen Spielsituation, von da einfach wirklich viele haben und dann einfach klar zu sein. Aber ich habe dann halt meine Aufgaben und die gehört, da gehört vielleicht auch dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das dann das Spiel in dem Moment. Eine Frage an beide gerade. Erst gestern hat mit Sigi ein weiterer Spieler wieder langfristig bei uns verlängert und gehört diesem neugeborenen 2025er Club an. Das ist ja im Fußball nicht unbedingt Standard, diese Langfristigkeit. Wie wichtig ist für euch diese Kontinuität? Vielleicht gerade als Trainer zuerst, mit dem gleichen Spieler länger zusammenzuarbeiten? Ja, das ist im Fußball was Einmaliges, aber wir haben da auch einen ganz besonderen Verein, der einfach so organisiert ist, wie es sich dann auch im Fußball gehört, um irgendwie Erfolg zu haben, wo einfach Konstanten sind. Das sieht man bei allen Vereinen, die wirklich Erfolg haben. Die haben halt eine Konstanz in ganz wichtigen Positionen und werfen halt nicht nach 2 Monaten immer wieder den Trainer raus oder der Sportvorstand wird dann gewechselt oder der Präsident fliegt raus, sondern diese Basis ist bei unserem Verein total gelegt. Und jetzt haben wir halt in den letzten 2 Jahren geschafft, Quintilla ist sicherlich auch 2025, gehört er ist jetzt auch 2025, Sigi 2025, Präsident habe ich letztens gelesen, sogar bis 2026. Alle, Peter. Ja, und ich glaube, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass wenn du Kontinuität auf gewissen Positionen hast, mit gescheiten Leuten, die wir definitiv haben, kannst du auf lange Sicht erfolgreich sein. Wenn nicht, wird es schwierig. Es ist auch als Trainer bzw. Co-Trainer besser, wenn du weißt, hey, die nächsten 2 Jahre kann ich mit dem gleichen Spieler zum großen Teil weiterarbeiten. Ja, das weiß ich nicht unbedingt. Zum Beispiel Mathe war ja dann letztes Jahr auch immer ausgeliehen, das halbe Jahr. Das würde ja irgendwie bedeuten, dass ich Mathe mich dann weniger interessiert in dem Moment, weil er dann nach einem halben Jahr wieder weg ist. Ich will nur kurz diese Position annehmen und so ist es einfach nicht. Sondern du schaust dann, es ist super, es ist toll, wir freuen uns alle, wir freuen uns vor allem für den Verein, dass die Jungs dann längerfristig bleiben. Aber für mich jetzt als Trainer in der täglichen Arbeit macht es keinen Unterschied, ob der Spieler jetzt 4 Jahre da ist oder auch seinen Vertrag ausläuft. Das ist dann nicht meine Aufgabe. Du hast Vertrag bis 24. Wolltest du nicht in diesen Club oder der Verein? Na, wie ist es für dich? Also als Spieler gibt das auch für euch eine gewisse Sicherheit, wenn so gearbeitet wird? Ja, normal. Also ich glaube, Oles hat alles richtig gesagt. Also für einen Spieler hat man schon gern, wenn man mit einem Spieler, keine Ahnung, jetzt 3, 4, 5 Jahre zusammenspielt. Aber wir alle wissen ganz genau, was Fußball ist und das ist einfach von heute auf morgen gehen kann, wenn jetzt Transferperiode offen ist. Es ist ein Tagesgeschäft und es geht richtig schnell, wenn einer jetzt wechselt oder so und darf dann ein bisschen auch leben können. Und, ja. Aber trotzdem ist es sehr schön, wenn man jetzt mit einem sehr lange zusammenspielt. Du bist jetzt auch im besten Fußballeralter. Was sind deine Träume noch? Hast du noch irgendeine Liga oder einen Club, den du noch irgendwann erreichen willst? Ich schaue nicht so weit in die Zukunft. Also ich bin jetzt wirklich zufrieden, wo ich jetzt bin und fühle mich wirklich wohl. Und mein Ziel ist einfach, einen Titel mit St. Gallen zu gewinnen. Was es jetzt sein wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, das ist so, was ich denke gerade. Bevor wir noch zum Vielfach kommen, dürfen auch ihr wie immer Fragen stellen. Hat irgendjemand was? Ich habe eine Frage, und zwar, wenn du mit dem Headset, mit dem Analysten zusammen verbunden bist, stellst du dann die Spieler dann auf die taktische Einstellungen hin oder sprichst du dies mit Peter Zeidler an? Ja, gute Frage. Die Info kommt natürlich erstmal an Peter Zeidler und dann sprechen wir uns einfach grundsätzlich ab, was jetzt so der Spieler mit auf die Weg kommen muss. Aber man muss da auch die Message sehr klar und kurz zeigen. Also die Jungs sind dann ja schon, die dann reinkommen, die haben dann auch mal ihre eigenen Themen. Und ich weiß nicht, ob es da jetzt so viel bringen würde, wenn ich den 16 Botschaften gebe. Deswegen ist es meist nur 1 oder 2. Und wie gesagt, die Standards sind sehr wichtig, die sind unabhängig jetzt vom Gegner. Aber in Absprache mit Peter kommt dann eine Einstellung auf das Spiel. Aber jetzt nicht so, kein Buch, was ich dem vorlege.
Ein paar kleine große Sätze, ja. Ja, kurz, prägnant. Ich weiß ja, ich kann mir vorstellen, wie man sich dann in dem Moment fühlt. Auch wenn ich jetzt auf niedrigem Niveau gespielt habe, weiß ich ja trotzdem, worüber du nachdenkst, wo du reinkommst. Ja, muss man kurz und prägnant. Weitere Frage? Peter, der zweite Handfußball werden nicht Martin. Wenn du eingewechselt wirst und er jetzt ein Gespräch mit dir führt und so, wie viel nimmst du wirklich noch wahr? Oder denkst du, lass mich, ich will auch spielen. Ja, genau. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man auf dem Platz weiß, was man zu tun hat, wenn es jetzt um Standard geht. Aber jetzt zuletzt habe ich auch kurz mit Alex gesprochen, bevor ich jetzt eingewechselt wurde in der Halbzeit. Aber ich weiß ja meine Aufgaben und die wechseln sich ja nicht jede Woche. Und deswegen weiß man schon im Kopf, was man zu tun hat. Aber wenn jetzt was Spezielles kommt, was er mir dann sagt, dann nehme ich es schon mit. Also es ist nicht so, dass ich denke, jetzt lass mich einfach rein, das ist schon wichtig dann, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Was wird eigentlich noch so besprochen? Da gibt es auch Szenen, da kommt der Co-Trainer oder Trainer mit der Magnettafel daher und erzählt nochmal die ganze Taktik. Ja, das gibt es echt. Die haben immer diese Ordner, stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich das ja in Stuttgart. Es gibt halt unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt zum Beispiel Standardsituationen verteidigt. Okay, es gibt Mannschaften, die spielen zum Beispiel in der Manndeckung, da hat jeder Spieler, da hat Matej zum Beispiel die Nummer 25 vom Gegner und darauf müsstest du dich dann einstellen, wenn du so verteidigst, aber das war uns nicht der Fall, bei uns hat der Spieler ein bisschen Raum zu besetzen, deswegen sind es eigentlich nur zwei oder drei Folien, die dann zum Einsatz kommen, wo dann gesagt wird, okay, du stehst einfach da und das ist relativ einfach, aber es gibt, ich kenne das. Auf ganz hohem Niveau packen sie dann die Ordner aus und dann kommt die 16. Seite, Einwurf in der eigenen Hälfte, wo habe ich da zu verstehen und so. Ja, weiß auch nicht, ob das dann immer das Rätsels Lösung ist. Wir halten es da ein bisschen kompakter. Nochmal ein paar Fragen. Tommy? Was ich nicht verstehe, ist, warum wir 75 Minuten, wir sind zurück. Es gibt Eckball für den Gegner, es kommen alle zurück. Zum einen 16-Meter-Raum, warum das? Was ist der Nutzen daraus? Du redest jetzt davon, dass wenn der Gegner eine Ecke hat, ja, und genau. Wir liegen 1-0 zurück. Ja, oder egal, aber es kommen alle zurück, da musst du auch den Gegner signalisieren, okay, wir stellen da zwei in der Mittellinie hin, links und rechts, und wir wollen. Oh, jetzt sind wir schon ganz weit in der Fußballtechnik. Aber. Ja, kann ich dir einfach beantworten. Wir verteidigen das ja so aus einem gewissen Grund. Wir haben zwei Spieler, die quasi nur auf die Situation lauern, was passiert nach einer Balleroberung. Das sind unsere Rückraumspieler. Und wenn du die jetzt schon an der Mittellinie hättest, dann würden sie sich selber den Raum zum Konter zumachen. Also sie würden ja dann schon stehen. Und dadurch, dass wir unheimliche Pfeile haben, die richtig schnell sind, lassen wir den lieber ein bisschen auslaufen. Das führt dazu, dass der Gegner auch meistens alle nach vorne schiebt. Und jetzt haben wir in der Theorie, das ist jetzt alles Taktiktheorie, haben wir dann einfach viel Platz zum Kontern. So, das ist die Theorie und deswegen ändern wir es auch nicht. Sorry, Tommy. So ist Neubau? Ich habe nochmal eine Frage. Ich komme beide aus dem Deutschen, also kennt deutschen Fußball so. Was fehlt uns noch so ein bisschen die deutsche? Ja, Tugenden, so die Wiener Mentalität in entscheidenden Spielen, was fehlt dir noch? Was können wir da noch ändern? Meinst du jetzt Schweizer? Ja, genau, einfach fehlt dem FC St. Gallen in den entscheidenden Momenten. Ihr kennt ja den deutschen Fußball. Das ist ein bisschen so, es gibt da, ja, man kennt das Ruder von Bayern und so weiter, also verschiedene Geschichten, die den deutschen Fußball ja immer eigentlich mitgebracht hat. Also ich glaube, ganz, ganz persönlich glaube ich, dass die Schweiz natürlich extrem davon profitiert hat, wie der FC St. Gallen Fußball spielen lässt. Also alleine diese Tatsache, modernes Pressing, modernes Offensivspiel, ich glaube, das ist dem ganzen Schweizer Fußball extrem zugute gekommen. Wir bekommen jetzt auch mit, dass ganz viele Vereine uns einfach auch kopieren wollen in der Spielweise. Einige machen es wieder ganz gut.
aber da haben wir jetzt schon eine neue Benchmark als Verein gesetzt, wie man modernen Fußball spielen kann. Und was uns jetzt ganz speziell fehlt, boah, schwierig zu sagen, ich sehe jetzt nicht. Ich finde schon, dass wir uns in Zweikämpfen voll aufhalten. Keine Ahnung, Mentalität ist dann immer so ein großes Wort, mag ich jetzt nicht, weil es immer so eine Floskel ist. Ich glaube, das kommt schon, wenn die richtige Zeit gekommen ist, dann wird es, wonach wir alle schreien, und das tun wir auch, ganz sicher. Wir wollen auch den Cup gewinnen, wir wollen auch dieses Jahr wieder gewinnen. Beides. Oder die Meisterschaft. Beides. Oder die Meisterschaft. Beides. Ich glaube, das kommt schon, das kommt schon. Wir sind auf einem Weg und der ist ja noch nicht zu Ende. Und ich glaube, das wird sich alles normal entwickeln. Aber vielleicht hat Mathe auch immer. Aber vielleicht sind die entscheidenden Spiele, wie bereitet ihr es euch mental und auch vor? Also ich denke, das ist der Punkt, wie man sich jetzt im Finale vorbereitet. Ich denke, dass es ist immer noch ein Fußballspiel. Ob du jetzt in Liga gegen Luzern spielst oder im Finale gegen Lugano, man muss es einfach abschalten können, dass man jetzt vor dem Stadion spielt, vor 40.000, dass es um etwas geht. Da darfst du einfach nicht nervös sein, da darfst du einfach nicht blöde Fehler machen, die wir leider gemacht haben. Und dann denke ich, dass man auch die Spiele gewinnen kann. Mit ein bisschen Lockerheit, mit ein bisschen Coolness kommt es dann schon. Du hast auch einen Mental-Trainer, genau. Oder ist das Coach, oder probierst du das einfach so? Nee, also ich habe keinen mentalen Coach, mit dem ich jetzt vom Innenspiel rede. Ich bin von mir aus bin ich so ein Typ, der locker ist. Dass ich jetzt nicht Gedanken macht, ob jetzt die Welt untergeht, wenn wir verlieren. Es ist normal im Fußball, dass man mal gewinnt, mal verliert. Klar wollen wir jedes Spiel gewinnen, wo wir auch Meisterschaft gewinnen und Pokal auch. Ob wir das schaffen, werden wir sehen, aber ich glaube schon, dass wir gute Mannschaft haben und viel Qualität haben. Ja, das war übrigens eine sehr gute Rede, fand ich nicht schlimm. Leite ich so weiter. Nehmt ihr solche Tommys eigentlich auf, oder? Ey, ich habe das vorhin voll aufgenommen, Tommy. Ich werde das so nächste Woche. Ich werde exakt die Grafiken übernehmen. Nein, war super, war toll. Mensch, ich habe der Rabin habe ich schon geschickt. Super, super. Der hat es mir wahrscheinlich schon weitergeleitet. Wenn du ohne noch fragst, Tommy, fertig. Mich würde eigentlich nur wundern, wenn uns St. Gallen nicht im Raum wäre. Was wäre eure Traummannschaft? Was würdet ihr sehr gerne machen? Wenn alles offen wäre, wofür würdet ihr euch entscheiden? Also egal welche Verein auf der Welt. Genau. Ja, also für mich gibt es dann nur einen, das ist Barcelona. Und auch Ja, interessant. Ich musste kurz drüber nachdenken. Aber Mathe hat mir eigentlich die Antwort mitgeliefert. Ich bin halt so die Generation, die Ronaldinho hat spielen sehen. Das sind halt so dann meine Kindheitshelden. Und dann war ich auch die Generation, die dann das Xavi, Iniesta, Messi, Barcelona gesehen hat. Und jetzt fand ich es übrigens auch wieder richtig, richtig gut. Richtig gut. Wir haben diese zwei Kleinen da im Zentrum. Nein, also auch. Haben wir Bock? Ja, bitte. Hattest du ein Kind oder auch jetzt ein Idol? Jemanden, der wirklich gesagt hat, der gibt mir eine Motivation weiterzumachen, stärker zu werden. Gerade bei Barcelona beispielsweise ein Puyol oder ein Marquez. Sag nicht Pepe. Den habe ich eigentlich gehasst. Genau. Ja, also ich habe Barcelona immer zugeschaut, wie die spielen, auch wo ich dann schon noch jung war. Klar ist ein Puyol ein Spieler, wo man sich alles abschauen kann, wie er die Mannschaft führt, wie er mit Emotionen spielt, wie er Gas gibt und sich auch den Arsch aufreißt für die Mannschaft und für den Verein. Ja, ob ich jetzt von dem viel gelernt habe, kann ich jetzt nicht sagen. Habe ich ihm gerne zugeschaut, wie er spielt und ja. Ob ich jetzt ein bisschen mehr spiele in Zweikämpfen, kann ich jetzt nicht sagen, aber klar, ich würde sagen, Puyol, ja. Nochmal jemand? Okay, dann wechseln wir langsam zu dem da hinten. Ah, Entschuldigung, ja, nicht fast den Wechsel. Was macht die Situation wie Schubert? Wie geht er damit um? Am besten?
Das ist eine gute Frage. Also, wir als Mannschaft haben, glaube ich, direkt nach dem Spiel gezeigt, wie sehr er für uns wichtig ist. Aber es ist nicht jetzt, weil es nur Schubi ist. Schubi mögen, glaube ich, alle in St. Gallen, aber wäre es jetzt irgendein anderer Spieler, ich glaube, wir wären auch für ihn da. Und ja, also er fehlt uns schon im Alltag, weil es sind dann schon Jungs oder die Jungs, wo wir dann jeden Tag zusammen sind. Und wenn jetzt ein Schubi nicht da ist, dann ist es schon ein bisschen komisch, aber klar, wir sind für ihn da, egal was er braucht. Und wir als Mannschaft wollen auch Spiele für ihn gewinnen. Wenn ich auch noch kurz dazu Bezug nehmen kann, schon spezielle Situation dann, auch auf der Bank und auch nach dem Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden, ähnlich wie wir. Da gehören wir alle irgendwie in einem Team zusammen. Schwierig, du bist dann Tabellenführer und dann hat einer deiner Kollegen oder einer deiner Mitspieler oder einer deiner Spieler so eine schwere Verletzung. Es ist nicht einfach und es war nicht so, dass wir die Sektkorken haben knallen lassen nach dem Spiel. Auch wenn wir jetzt, machen wir sowieso nicht, wenn, dann wäre es alkoholfrei. Nein, aber in dem Fall, das merkt man ja damit. Ich fand auch die Aktion von Sion übrigens super und da sieht man ja auch, wie das dann auch andere Sportler bewegt. Weil es dann doch was ist, was jetzt keine normale Alltagsverletzung ist, sondern schon was Schweres. Und deswegen ja, sind wir einfach für ihn da. Wir waren gerade gestern, wir hatten eine Autogrammstunde in der Kantonalbank und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir hier schon 3 Stunden gewesen, aber egal, wir fahren jetzt im Krankenhaus und waren dann mit 30 Leuten in dem 5 Quadratmeter Zimmer da oben bei Schubi im Krankenhaus. Nee, aber es ist eine tolle Sache und ich glaube, dann freut er sich auch und sieht einfach, okay, wir sind für ihn da, unabhängig jetzt davon, ob er gerade Leistung für uns auf den Platz bringt. Wie geht es ihm denn, vor allem auch mental? Ja, Schubi ist mental so stark, der wird es schon überstehen, aber das ist natürlich eine Zeit, wo er sich seine Gedanken macht, ist ja völlig klar. Also so eine schwere Verletzung kannst du ja nicht einfach sagen, okay, da ist jetzt nichts passiert, aber Schubi ist mental so stark, dass er zurückkommen wird, dass er sich davon erholen wird und dass er, glaube ich, auch sieht durch dem, was er von uns allen bekommt, auch von euch, auch von den Fans und auch von sogar vom Gegner das letzte Mal, dass ihm das dann schon extrem freut und ihm auch helfen wird, die Zeit zu überstehen. Da anknüpft, die Situation ist ja entstanden dadurch, dass eben der Linienrichter nicht eingegriffen hat wegen dem Abseits und so weiter. Dadurch ist er ja überhaupt erst zu dem Foul gekommen. Denken wir darüber, dass diese Regel, dass da manches Abseits muss erst ausgespielt sein, bis es dann auch bis es fertig ist und so. Ich meine, dass ja genau durch was solche Situationen kommt dadurch zustande. War es eure Meinung? Also ich glaube, am meisten liegt es die Innenverteidiger auf, weil die am meisten davon betroffen sind von der Situation. Aber jetzt kommt auf die Frage, dann kann Matthias natürlich auch seine Meinung dazu abgeben. Ich finde die Regel auch richtig schlecht, aber in der Situation hatte ich die jetzt. Ich finde, es gibt Situationen, wo es deutlicher ist. Oder der Spieler wirklich mal 4 Meter im Abseits steht und der trotzdem Vollgas durchsprintet ins 1 gegen 1 mit dem Torhüter geht, wo du jemand denkst, mein Gott, wenn die jetzt wirklich zusammenfallen, dann passiert was. In dem Fall war es so, aber ich fand es jetzt nicht ganz so deutlich in dem Fall. Also meine Meinung ist, also ich bin gar kein Fan davon, dass man die Situation einfach laufen lässt, wenn man sich so klar ist. Also dann denke ich auch, wir können dann ohne Linienrichter spielen, wenn wir so spielen. Wofür sind die dann da? Und ja, die Situation mit Schubi war sonst schon knapp, da sage ich jetzt nichts, da war vielleicht 20, 30 Zentimeter wegen Abseits. Aber was Ernest gesagt hat, wenn ein Stürmer in 3, 4 Metern Abseits steht und der auf Torwart zuläuft, wäre dann dumm, wenn ich einfach stehen bleibe und nichts mache und hoffe, dass er dann Abseits sagt. Aber da muss ich ja rein und sonst laufen und das regt dann schon ein bisschen auf. Also natürlich beides. Was ist das? Also ich würde schon sagen Meisterschaft, weil das ist der Wettbewerb, wo wir jede Woche spielen, wo dann schon die beste Mannschaft am Ende gewinnt. Also für mich dann ganz klar Meisterschaft. Also
wenn wir heute schon bei Wünsche was sind, dann würde ich mir das auch für uns wünschen, dass wir Meister werden. Dann die Champions League genannt. Und dann diesen Weltpokal, den gibt es ja auch noch. Gegen Wasser. Aber das nein, ja. So, dann kommen wir jetzt noch zu dem Punkt hier hinten, bevor du es hinlegst. Ja, es ist eine Premiere hier im Bierhof. Das erste Mal überhaupt, glaube ich, dass wir FIFA spielen und sowieso das erste Mal gegen einen Spieler. Das kommt ja nicht von ungefähr. Was hat es mit dem FIFA auf sich? Bist du der heimliche Star im Team oder nicht mal der heimliche? Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass ich jetzt am besten FIFA spiele. Wir haben jetzt nicht untereinander gegeneinander gespielt. Also ich spiele es schon oft, auch wenn jetzt die Ultimate Team oder so draußen ist, spiele ich es dann schon relativ oft. Und vor allem jetzt neue FIFA rauskommt, dann sehr oft. Aber ja, also ich glaube schon. Ja. Darum hast du auch keinen Sohn. Nein. spielst du mit St. Gallen? Nein, also ich habe mit St. Gallen noch nicht gespielt. Ich habe vielleicht gegen Kumpel ein Spiel gespielt mit St. Gallen, weil ich dann selber im Spiel bin, aber ansonsten nein. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie ist das so, den eigenen Charakter in einem Weltgame zu haben? Ja, das ist schon cool, aber mit meinen Werten im Spiel ist es das ist so viel Spaß. Ja, dann, wir haben eine Verlosung. Das sind, ich denke mal, Orest wählt den Gegner von Mathe. Ich will den Gegner. Ja, ich wollte den Gegner. Also ich will jetzt den Gegner von Mathe. Also, Spannung. Leon Tujic. Eine spezielle Regel. Ganz normal. Welches Team nimmst du? Dein Ultimate Team oder wie? Das ist, glaube ich, zu stark, aber er kann es ja sagen. Du sagst geil, nein. Können wir schon machen. Ich nehme dann Heidung. Okay, Sidepads werden bei Andi angenommen. Nein, dann setzt euch oder steht oder wie auch. Und vielen, vielen Dank für euren Besuch. Boris Schala, Martin Heidlitzer. Danke.